Okay, wir ziehen uns zurück ab ins Haus. Und die Treppe nach oben. Und gucken, ob der Weg da besser war. Verdammt, der Weg war nicht besser und wir müssen den anderen Weg da unten gehen. Gut, aber wenn wir uns hinten so ein bisschen verbarrikadieren, haben wir sogar recht gute Überlebenschancen. Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns in der ganzen Armee anlegen. Ersten haben wir. So, Jungs. Guten Appetit! Leider nicht in eure Richtung. Ui, brennen wir einen auf den Pelz hier. Hat die Granate geholfen? Ja, ein bisschen, ne? Okay. Ganz schön ramponiert hier mein Teil. Ein paar von den Typen muss ich noch erledigen. Ja, jetzt ist so eine Sniper nicht schlecht. Hier mit dem Maschinengewehr leider nicht ganz so effektiv mit der AK. So, zwei, drei. Ich orte noch drei. Na, Munition sagt. Oh oh. Munition sagt nicht mehr so gut. Ich muss warten, bis sie ein bisschen weiter vorkommen. Wenn ich den Typen erledige, werde ich bestimmt wieder ein bisschen Munition haben. Ich muss ihn nur erledigen. Es sind nur noch zwei. Ich will nicht gucken, woher die jetzt kommen, die Jungs. Oh, meine letzte Heilung. Schleichen Sie mal an die Typen jetzt heran. Oh Mann, ey, ich muss nur alle hier erschießen oder was? Wie viele kommen denn da bitte noch? Okay, meine Gasmaske hat es leider zerrissen. Okay, gut, das war jetzt leider nicht so gut. Jetzt zerschießen sie mich. Gut, aber ich habe mich auch eigentlich schon recht gut angestellt, aber zum Glück, ja, wir haben jetzt hier einen kleinen Speicherpunkt, das heißt, wir können jetzt hier so ein bisschen umschleichen. Um wahrscheinlich jetzt zu anfangen, mit dem Messer wegzuziehen. Ich glaube, das geht dann auch ein bisschen besser. Aber ihr habt mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass diese Stelle jetzt hier sehr, sehr schwer wird. Der Kampf gegen die Faschisten. Kann man sich irgendwie komplett umschleichen? Jemand verletzt? Nein? Okay, dann gehen wir. Okay, die wollen ja gehen. Wenn die gehen wollen. Der war ziemlich groß. Was hinter euch ist, Leute. Okay, dann umgehen wir die halt einfach. Hey, sparen wir uns die Action.
Boah, ich wollte gerade sagen, ey Jungs, macht jetzt hier nicht irgendwie noch die Action. Aber einen werde ich da vorne erledigen müssen, wie es aussieht. An den komme ich ran. Ganz schön, ja, spannend hier draußen. Also, verschiedene taktische Möglichkeiten. Und jetzt... Ah, verdammt, das haben die... Ah, haben die mich auch gehört? Ach, Mann, ey. Oh, oh. Ah, ich habe wieder ein bisschen mehr Heilung jetzt. Boah. Puh. Also an dieser Stelle, da muss ich mir wirklich sagen, da knabber ich jetzt ganz schön dran. Ja, ich hätte den Typen besser abschlitzen sollen. Das war so mein großer Fehler gewesen. Da müssen wir echt uns hier ganz hinten lang schleichen. Ah, ich bin eigentlich gar nicht nach oben gegangen mehr, ne? Na, es ist egal. Lassen wir oben jetzt oben sein. Und kümmern uns jetzt mehr so hier hinten rum. So. Jemand verletzt? Nein? Okay, dann gehen wir. Genau, ihr geht da mal. Der war ziemlich groß. Den haben wir. Ein großer Schatten über mir. Aber zum Glück nichts Gefährliches. Mein Journal sagt, ich muss da lang. Okay, die gehen ja da nun mal gerade, wenn die da schon am Gehen sind. So, Jungs. Zack, zack, zack. Alles mitgenommen hier. Danke. Oh, nee. Ach, Mann, oh, gibt's doch nicht. Wenn die dann bestimmt wieder alle angerannt kommen. Oh. Ist der was? Oh. So. Ah, genau, hier. Hier muss ich doch nämlich rein, bestimmt, oder? So. Es war ein bisschen ausgetrickst. Schwarze Station. Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich musste es riskieren. Ja, wie gesagt, jetzt einfach mal die Jungs da ein bisschen ausgetrickst, weil das hätte mir jetzt auch ansonsten zu lange gedauert und war schon ziemlich nervig. Ja, aber immerhin, wir haben es geschafft, die schwarze Station. Und jetzt geht es hier weiter. Oh, und wir sehen Artyom mal von außen. Oh, oh. Verdammte Axt. Und da kommt ein Messer geflogen. Treffer, versenkt. Der Typ fällt um. Ist das Ullmann? Okay, auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft. Wir sind wieder gleich unter Tage und... Oh, da sollte ich nicht unbedingt langlaufen. Und nachdem noch alles abnehmen. Und jetzt hier... Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Du. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Paulis auf dich... Ah, eine neue Waffe. Und diesmal weiß ich auch gleich... Ja... Da, oh, mit Rotpunktvisier. Diesmal vergesse ich die nicht auf dem Boden. Diesmal habe ich die auch gleich. Ah, nicht mit dieser Moon. Nicht mit dieser Moon. Da ist jetzt... Ah, fuck, da ist Militär-Moon jetzt drin. Shit. Kriege ich die da jetzt auch irgendwie wieder raus? Die gute Militär-Moon. Vielleicht, wenn ich die Waffen jetzt wieder austausche. Hm? Nee. So, jetzt hier. Genau. Ah! Ich hab ja noch viel weniger Militär. Ja! 113 Militärmoon. Sehr gut. So möchte ich das haben. Ich wollte schon sagen, ey, die ganze Jute Militärmoon. Kann ich eigentlich meine Maske abnehmen? Jo, ich kann die Maske wieder abnehmen.
Wenn wir jetzt durchkommen hier, kann man die Dinge auch irgendwie einfach abschneiden, so. Na toll. Okay, das haben wir geschafft. Okay, ja, zwei Hindernisse hier überwunden. Einmal... Ach, guck, oh, was da runtergekommen wäre. Was zum... WTF, okay, das wäre echt hart gewesen. Da oben ist noch so eine Falle. Was mit jenen passiert ist, die es versucht haben. Boah, die Waffe zieht gut durch. Boah, und jetzt hat... Was habe ich denn jetzt hier bitte erwischt? Na, wunderprächtig. So, okay, dann das Ganze bitte nochmal. Okay. So. Zack, 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 hier alles mitgenommen. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ja, genau, komm, gib her deine wunderbare neue Knarre hier. So. Sehr, sehr schön. Gut, er wartet im verlassenen Tunnel, das ist ganz gut. Die Gasmaske können wir abnehmen. So, die Knarre will ich von da eigentlich nicht haben. So, meine alte Knarre. Muss mal aufpassen hier. Gut. Wie kümmern wir uns jetzt um die Kerle da am besten? Wir werfen einfach eine Granate in das Zimmerchen rein. So machen wir es. Das ist eine gute Idee. Mist! Da ist eine Granate! Ha! Erwischt! Boah, die Waffe gefällt mir. Die zieht ordentlich durch. Aber leider habe ich dafür Verletzte. Es sind Tote, genau wie du, Junge. Sag mal, Verletzte. Zack, zack, zack. Wo ich bin, gibt es keine Verletzte. Hier gibt es nur Tote. Und meistens bin ich der Tote. Ja, leider. Ja, ich muss sagen, die letzten Runden da in Moskau, das war nicht ganz so wirklich meine Glanzleistung, aber ja, ihr habt gemerkt, da ging auch ordentlich die Action ab, also deswegen bitte ich das zu entschuldigen. Na, ne, der Typ steht hier auch einfach nur noch rum. Bam, bam, bam. Die immer mit ihrem komischen Rumgebämme hier. Ah, ein Wurfmesser, oder? Ja, ich glaube nicht. Boah, ich habe schon genug. Was haben wir hier? Ein Stück Kohle oder sowas. Ah, noch eine Granate. Ja, die haben sich ja jetzt sehr, was hab ich denn jetzt hier für eine... Mhm. Macht das einen Unterschied? Ach nee, die hatten Schalldämpfer drauf, oder? Jo, die hatten einen Schalldämpfer oder sowas. Ist das ein Schalldämpfer? Nee. Definitiv kein Schalldämpfer. Gut. No Schalldämpfer, no Party. Aber eure Knarren, die will ich nicht haben. Ich will eure Moon haben. Aber eure habe ich mir schon geholt. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein hier. Denn ansonsten laufe ich gleich in die nächste Falle rein. Da muss man durchgeleuchtet. So, jetzt müssen wir diesen blöden Generator hier ausstellen. Ja, rechts oder links? Das ist jetzt der Weg. Okay. Ja, rechts sind die Faschos, deswegen gehen wir jetzt links lang. Und... Ah, wir kommen auch an einen komplett anderen Weg. Sind wir eigentlich noch richtig? Wir müssen uns irgendwie rechts halten. Aha, okay. Aber rechts können wir auch hier vorne. Aber immer noch leise sein. Wer weiß, wer hier alles auf uns wartet. Ne, gibt's auch keinen Weg rechts lang. Okay, da ist eine... Wie läuft der Generator? Okay. Von wo? Los! Ach, da unten.
Boah, Manu, gerade wollte ich noch zur Seite und wollte eine Runde die Heilung, aber soweit kam es nicht mehr, gut. Ich glaube, mit denen gehen wir einfach genauso um wie eben. Wir müssen eben nur ein bisschen schneller sein und denen einfach eine Granate auf den Kopf werfen.